Der FCA mit auf Mission Tabellenführung. Sie empfangen den aktuellen Liga-Primus Dennis Dirnder und Steglitz GB. Zwei Punkte trennen die beiden Teams. Und für diese Aufgabe verzichtet Sedat Zeker auf den erkälteten Kevin Panewitz, der beim jüngsten 2:1-Erfolg gegen Berolina 2 noch auf dem Platz stand. Steglitz siegte durch einen späten Treffer von Bienko mit 2:1 gegen Nordost-Berlin und holte den 8. Sieg im 8. Spiel. Die erste Szene gebührt den Gastgebern in Schwarz. Boskurt mit der Freistoßvariante täuscht an. Jabala übernimmt den Schuss. El Ahmad pariert und Ismail Tassan staubt blitzschnell ab. Ein Traumstart für Ahmed. Nach 8 Minuten bildet sich die erste Jubeltraube um den Top-Torschützen der Gastgeber. Es ist sein 8. Tor im Ligabetrieb für Ahmed. Wenige Minuten später, die Gäste suchen ebenfalls durch einen Freistoß ihr Glück. Tera Frongbang Neu setzt die Hereingabe steil an, zu steil für jeden, sogar für Celik im Tor. Die Rettungsaktion misslingt, 1:1, Steglitz gleicht aus. Tera ist Kapitän, er ist Spielertrainer seit dieser Saison und viermaliger Torschütze in der aktuellen Spielzeit. Bei diesem Treffer profitiert er vom unglücklichen Händchen von Celik, der den Ball zunächst nicht fangen kann und bei der Rettungsaktion noch gegen den Pfosten boxt. Unglücklich. 1:1. GB will nichts dem Zufall überlassen. Nach dem Ausgleich entwickelt sich ein wahres Topspiel am Friedrich-Ebert-Stadion. Der Ball gelangt zu nah in der Spitze, der lässt abtropfen und versucht es und verpasst knapp die Führung. Absteiger Ahmed versucht derweil das Spiel wieder in die gewünschten Bahnen zu lenken. Auf der rechten Seite macht sich Asanovic auf, allein auf weiter Flur. Keiner hält ihn auf, bis auf das Bein von Dennis Wilke. Für Schiedsrichter Oliver Nitschke eine eindeutige Angelegenheit. Es gibt Elfmeter. Die Wiederholung belegt nur, was man in der Realgeschwindigkeit schon eindeutig erkennen kann. Wilkes Bein springt reflexartig nach vorne. Die Chance für die erneute Führung. Tassan in Schwarz gegen Al-Ahmed in Gelb. Al-Ahmed pariert zunächst, doch erneut wandern alle Blicke Richtung Oliver Nitschke. Er lässt den Strafstoß wiederholen. Einige Spieler des SGB starten zu früh in den Strafraum. So folgt einige Augenblicke später die Neuauflage des Duells Al-Ahmed gegen Tassan. Dieses Mal trägt der Sieger Rabenschwarz. Ali Tassan nutzt seine Chance und verwandelt zur erneuten Führung. Obendrauf gibt es den Doppelpack. Ein Freistoß von der Mittellinie, dieses Mal hat Ahmed die Ehre. Al-Ahmed will den fangen, doch Njansua kommt ihm zuvor. 3:1 nach 31 Minuten. Boskurts Flanke wird vom sporadischen Spielertrainer zum dritten Saisontor verwertet. Die Gäste wollen verkürzen, doch dadurch werden sie hinten offen und geraten in gefährliche Konter. Diese Einladung nimmt Ahmed dankend an. Yoldas mit einer schwachen Flanke. Wilke macht die heiß und legt unfreiwillig auf für den lupenreinen Hattrick des Ismail Tassan. 33 Minuten, 3 Tore Differenz und 3 Tore für den Goalgetter, der die 10-Tore-Marke knackt. Das Ergebnis nimmt eindeutige Züge an. Steglitz bemüht sich um die Antwort. Standardsituationen sind ein probates Mittel, doch die Flanke von Bang Neu landet bei Ahmed und die setzen sofort den Konter an. Tiber hat den Platz, den er für sein Tempo braucht. Er sucht in der Spitze eine Anspielstation und findet Asanovic, der stolpert den Ball ins Tor. 5:1. Jetzt ist es eindeutig, die Gastgeber eiskalt. Und Asanovic hat eine besondere Botschaft für unsere Kamera, ein Lippenbekenntnis zu seinem neuen Club. Dabei hat er letzte Saison noch bei Steglitz gespielt. 16 Tore steuerte er zum Aufstieg bei. Diese Zeit scheint für ihn Vergangenheit zu sein. Er belohnt sich für eine starke erste Hälfte. Nach dem Seitenwechsel versucht Steglitz, den Ball in die Spitze zu befördern und für Torgefahr zu sorgen. Die Bogenlampe landet über Umwege bei Lipinski. Der nimmt den Ball an, versucht es direkt und findet in Celik seinen Meister. Eine starke Parade des Schlussmanns, der sieht, dass SGB die Schlagzahl erhöht. Wieder ein Standard, wieder eine Aufgabe für Bang Neu. Celik erneut unsicher und Nah kann so auf 3 Tore verkürzen. In keinem Ligaspiel in dieser Saison hat Steglitz weniger als 2 Tore erzielt. So auch hier, 15 Minuten Restspielzeit. Der Neuzugang von Berolina Strahlau macht sein 3. Saisontor und eröffnet die heiße Schlussphase am Friedrich-Ebert-Stadion. Steglitz will alles herausholen, will sich belohnen für eine starke Leistung. Der Ball kommt in den Strafraum, Hackenweitergabe auf Nah. Kossack fällt hin und bekommt den Ball dorthin, wo man ihn als Feldspieler nicht hinbekommen darf. Der 2. Strafstoß in dieser Partie. Handelfmeter, gelbe Karte für Kossack. Diese Entscheidung ist richtig. Baris Özgen nimmt die Verantwortung auf sich. Als Teammanager ist er das gewohnt. Am Punkt wird er dieser auch gerecht. Der nächste Anschlusstreffer aus Sicht der Gäste. Die Zuschauer bekommen ein großes Torfest
Özgen bekommt seinen zweiten Treffer in dieser Saison und macht die Partie spannend. Steglitz wirft alles nach vorne, doch ein Fehlpass macht sämtliche Hoffnungen zunichte. Asanovic spielt mit Gefühl in die Spitze auf Ola Gunju. Bangnois Grätsche ohne Erfolg. Al-Ahmeds Ausflug ist der Türöffner für das halbe Dutzend. 80. Minute, das 6:3 für Ahmed. Ola Milekan Ola Gunju mit seinem sechsten Saisontor. Diese Partie ist brillant zum Ansehen. Und es wäre ja nicht dieses Spiel, wenn es am Ende keinen Freistoß von der Mittellinie aus gäbe. Der kommt wieder hoch und weit. Jansua köpft gegen Al-Ahmed. Dadurch öffnet sich der Werkzeugkasten für Said. Und der hämmert den Ball unter die Latte. 7:3. Er sorgt für die Kirsche auf dem Sahnehäubchen dieses Spiels. Das ist gleichzeitig auch der Endstand. 7:3 gewinnt Ahmed gegen Steglitz. Eine aufregende Partie. Sedat Zeke und Dennis Dirnder. Jetzt am Mikrofon von Tobias Tochala. Erste Halbzeit 5:1 ist. Dann automatisch das Spiel haben ein bisschen aufgehört, ein bisschen locker geworden in der zweiten Halbzeit. Aber trotzdem, wir haben einen guten Kader, gute Spieler, die solche Spiele entscheiden können. Und am Ende dieses Spiel entschieden. Wir haben eine gute, intakte Truppe von der Stimmung her. Und deswegen sehe ich kein Problem. Aber wir machen uns da keinen Druck, dass wir irgendwas müssen oder so. Wir gehen das von Spiel zu Spiel an und freuen uns einfach, dass wir ja dann zu den Spitzenteams dieser Liga gehören. Sie feiern es wie eine Meisterschaft. Der FC Ahmed hat seine Mission erfüllt und stürzt den Aufsteiger von der Tabellenspitze. Das soll den phänomenalen Auftakt von Steglitz nicht trüben. Es bleibt weiterhin spannend in der Kreisliga A. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.